Der Richter hat deine Freilassung vorgezogen aufgrund deiner Arbeit im Gewächshaus. Aufgrund der besonderen Umstände bei diesem Häftling gilt sein Schweigen als Zustimmung. Du ziehst in die Wohnung deiner Eltern. Du hast sie geerbt. Trotz allem. Montag, 16. April 2022. Wir beginnen mit dem Überwachungsprogramm und der Verhaltensanalyse. Unsere Aufgabe besteht in der Beurteilung seiner psychischen Verfassung und seines Gefährdungspotenzials. Seit dem Tod seiner Eltern sagt er kein Wort. Weder beim Prozess, noch mit seinen Sozialarbeitern und auch sonst kaum jemandem. Hallo. Wer ist das? Sergio Siscar. Ihr habt euch getroffen. Er ist kein Psycho. Dann hilf mir, das zu beweisen. Du bist vielleicht der einzige Mensch, dem gegenüber er sich öffnen kann. Marta, hilf mir, Sergio zu helfen. Sie sollten besser aufpassen. Und was ist, wenn sie Sergio alles erzählt? Wenn sie auch vom Balkon runterfliegt? Weißt du denn nicht, wer dieser Typ da drüben ist? Das ist außer Kontrolle. Wag es nicht, sie anzurühren. Warum sich manche Menschen zu Straftätern hingezogen fühlen, ist wenig erforscht. Wer beobachtet sie? Du kennst den Fall. Und kennst du auch Sergio?